you know, the Zodiacs are being prepared for the tour. Nicht in der Nähe sein, ne? Diese Richtung, der Große bewegt sich nicht. Das ist das Wasser. Aber es sieht so aus, als würde sich der Große vor. And second time in 2 weeks, I'm here at Ilulissat, and this is the starting point of the ice fjord, which is very, very, which is an UNESCO World Heritage and very nice to see. But the scenery on the left, the glacier, I would say 20 kilometers into the country. Here, the big ice fjord with those icebergs. On the right, there's the David Street. And there's a small step under the surface, and the big icebergs are pushed out when the pressure here gets higher. So this here, everything is in eternal movement. And you should not be too close when there are bigger carvings of the icebergs. And one take more from a slightly different position. Really breathtaking. So, am 21. Juli und das sind jetzt die Flugzeuge für den Eisfjord-Trip. Markus? Kannst du mich hören? Du musst die Mikrofon ein bisschen näher für deinen Mund. Jetzt besser? Ja, besser, viel besser. Und Ulf? Ja. Ja. Und Gerhard? Ja. Norsica Telemark, about time 35. Nikonit 1011. Hier bei links und dann mache ich eine Kurve nach rechts. Ja. Dann kann man die Gletscher bei die rechte Fenster sehen, okay? Ja. Okay. Oscar Kilo India is in 2300 feet. We'll stay here. Oscar Charlie Mike at 2500 feet and we'll do a right turn in. When we approach the lake, Oscar Charlie Mike. Roger. Shall I continue a little bit forward, Oscar Kilo India? It's up to you, but I will just head for the glacier in this white turn so you can
look out for me, Oscar Charlie Mike. Roger, Oscar Kilo India. Okay, so we have, Julien, wir haben die Schmelzsee unter uns. Und ich mache eine rechte Kurve. Das war so früh, Entschuldigung. Mach ihn nach links. Ja, wir versuchen noch einmal, ein bisschen später. Wir haben noch eine. Da hinten. Da fliegt die andere. Einmal bei rechts. Das andere Flugzeug da hinten. Ja. Die ist geradeaus. Und dann der Mund von die Eichwald. Ungefähr 60 Kilometer von hier. Alles sehen. Ja. Und unter uns viele von diesen kleinen blauen Seen. Sehr schön, nicht wahr? Ja. Heute ist ein bisschen zu viel Sonnenlicht, weil es, ob es bis eine kleine Menge Flocken oder Nebel, dann hat der Gletscher ein bisschen mehr blaues Farbe. Ja. Eisbergen, die Sonne nach aus im Schatten. Oscar Kilo India, Roger. Prepic, Oscar Dynamite, Kilo Service, request your position. Currently at the north part of the ice shore at 700 feet, doing turns a couple of minutes before turning it down for landing, Oscar Dynamite. Oscar Tom Mike Roger, perfect. Oscar Kilo India, do you copy? Yep, copy traffic, Oscar Kilo India, thank you. Roger, and all stations, runway news is 2-5. Wind variable 3 knots. Okay, jetzt suchen wir die. Roger, Oscar Kilo India. Die Wahlen. Ob sie die Wahlen zieht, dann muss mir erzählen, okay, dann kann ich ein paar Zirkel über die Wahlen machen. Das war ein bisschen extra, okay? Ja. Okay. Oscar Kilo India, turning inbound for landing, runway 25. The trip would be over without the icebreaker in front. So this is the Terry Fox icebreaker from the Canadian government, who opens up the
the driving path here. Icebreaker is in front of us, but in the fog, so invisible, but opens up a path for us here, which would be not possible for the ship alone. And here are quite heavy ice blocks still. But this is okay, we can navigate through, but you hear the noise. This is still some heavy collisions with those blocks. So heavy ice in front, and the Bremen needs to push this here. August 21st now, and we have the polar bears directly in front of the ship, immediately. Ja, schön zu uns. Wir füttern dich hier. Mit Lebkuchen. Mama ruft jetzt zurück. Thank you.
Ja. That's great.